Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute gibt es ein weiteres Nameless Tabak Review. Heute geht es nämlich um den Californication. Sollte euch das Video gefallen, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Jetzt viel Spaß beim Review. So. Da bin ich wieder mit dem Californication von Nameless. Leute, erstmal, was soll drinne sein? Das Ganze ist ein Blaubeere-Kaktusfeige-Limette-Menthol-Tabak. Hört sich erstmal nach einer sehr, sehr ausgefallenen Kombination an. Und ich würde sagen, wir kommen erstmal zum Kopfbau, denn da seht ihr schon Schnitt und Feuchtigkeit. Gebaut ist das Ganze im Oblaco M mit einer Smokebox mit zwei Kohlen drin obendrauf auf der Amy Ale Luna, weil dazu gab es gerade noch das Review. Schnitt und Feuchtigkeit seht ihr wie gesagt schon, er ist ordentlich feucht, aber definitiv nicht zu viel. Ihr habt keine überschüssige Molasse in der Dose, ist alles sehr, sehr gut aufgenommen. Der Schnitt ist perfekt, wie von Nameless gewohnt, da gibt es keinen Grund zur Beschwerde. Wirklich ein mittel bis feiner Schnitt, der sich in fast jedem Kopf sehr, sehr gut bauen lässt. Also ich bin damit absolut zufrieden. Ich würde sagen, dann kommen wir als nächstes mal zu dem Geruch von dem Ganzen. Ich bin sehr gespannt, ich habe nämlich nicht unbedingt im Kopf, wie jetzt eine Kaktusfeige riechen soll, aber wir riechen mal dran. Also was definitiv als erstes in die Nase steigt, ist eine Blaubeere, die ist definitiv am Start und im Vordergrund. Eine Limette ist definitiv auch am Start, sie ist im Hintergrund definitiv und sie riecht relativ frisch. Und da würde ich sagen, das ist wahrscheinlich die Menthol-Note. Also man hat jetzt auf jeden Fall keine kranke frische Note, es ist auch nicht sehr frisch beim Rauchen. Aber man riecht so eine frische Limette und da würde ich sagen, das ist wahrscheinlich die Kombination aus Limette und Menthol. Der Rest ist relativ undefinierbar für mich. Wie gesagt, habe ich noch keine Kaktusfeige gerochen. Ich weiß jetzt nicht, ob genau das die Kaktusfeige sein soll. Kann euch auch nicht sagen, wie gut getroffen dann die Kaktusfeige ist. Ich kann euch nur sagen, er riecht gut und macht definitiv Vorfreude aufs Rauchen. Wo wir schon von Rauchen reden, wir gucken uns erstmal die Rauchentwicklung an. Nicht vergessen, das Ganze ist Overpack im Oblaco-Funnel gebaut. Und ich denke, man sieht es schon, es sind auf jeden Fall Mörderwolken, die da rauskommen. Der Tabak qualmt auf jeden Fall brutal, gerade in so einem Overpack-Setup. Und damit kommen wir dann auch zu dem wichtigsten Punkt bei jedem Shisha-Tabak, dem Geschmack. Die Blaubeere ist definitiv wieder im Vordergrund, die Kaktusfeige wieder undefinierbar für mich und ihr habt eine leckere Limette im Hintergrund, die das Ganze so ein bisschen fruchtig sauer macht, mit einer ordentlichen Frische dabei, die aber eher so an eine fruchtige Frische, wir sagen immer auf Obst, auf Eis erinnert. Ihr habt nicht wirklich so eine bittere Mentholnote am Start und es ist auch definitiv kein super frischer Tabak, aber einfach angenehm fruchtig frisch, was das Ganze sehr, sehr lecker macht. Die Blaubeere ist meiner Meinung nach extrem gut getroffen. Es ist kein reiner Blaubeertabak und die Blaubeere ist auch nicht so krass im Vordergrund, wie man das von anderen Tabaksorten gewohnt ist, die mit Blaubeere gemischt sind. Was das Ganze aber für mich extrem cool und interessant macht, denn meistens sind die Tabaksorten, die mit Blaubeere gemischt sind, sehr, sehr penetrant, was die Blaubeernote angeht. Der an der Stelle gar nicht. Wie gesagt, sehr, sehr interessant das Ganze. Die Kaktusfeige ist für mich wieder schwer festzuhalten, weil ich einfach nicht weiß, wie das Ganze schmecken soll. Ihr habt definitiv noch eine Note zwischen Blaubeere und Limette am Start. Aber ich kann euch nicht wirklich ans Herz legen, wie das Ganze schmeckt. Das ist einfach noch so eine Note, die da mit dabei ist. Ich würde auch nicht sagen, dass da ultra viel Kaktusfeige am Start ist, einfach weil man sie nicht so penetrant rausschmeckt. Ja, Leute. Der Geruch ist gut, der Schnitt ist gut, die Feuchtigkeit ist gut und er schmeckt auch noch ziemlich gut. Was bleibt mir da anderes übrig, außer diesem Tabak eine sehr, sehr gute Note zu geben? Ich würde mir wünschen, dass die Kaktusfeige so schmeckt, dass ich sage, oh ja, genau so muss wohl eine Kaktusfeige schmecken. Ist leider nicht so, deswegen gibt es da einen Punkt Abzug und dann kommen wir bei 9 von 10 Sternen raus, was immer noch mega solide ist. Für mich definitiv eine der besseren Nameless-Sorten, ja, natürlich nicht so gut wie Black Nana, das ist aber ein anderes Thema. Falls ihr noch nicht unser Review zum Black Nana gesehen habt, gerne mal angucken, wir verlinken euch das oben und dann schaut da gerne mal rein. Das soll es dann zu diesem Review auch wieder gewesen sein. Leute, holt euch gerne mal ein Döschen von dem Californication, definitiv ein sehr, sehr guter Tabak. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen und dann bis zum nächsten Mal, eure Shisha-WG.